Geschätzte alle, die an diesem virtuellen Gedenken und das Massaker in Stein teilnehmen. Das Massaker in Stein und die Kremser Hasenjagd gehören zu den dunkelsten Kapiteln in der Geschichte der Stadt. Seit Jahrzehnten gibt es diese Gedenkveranstaltungen in Krems und in Hadersdorf, initiiert von den Freiheitskämpferinnen und Kämpfern von Opferverbänden. Seit 2014 ist es eine offizielle Veranstaltung der Stadt Krems. Niemals vergessen ist auf den Mahnmalen zu lesen. Die Verbrechen, die geschehen sind, darf niemand vergessen. Die Opfer sind nicht anonym. Sie haben Namen, haben Gesichter. So wie die Täter Namen und Gesichter haben. Die mehr als 600 Opfer haben ein Recht auf Erinnerung und Gedenken. Machen wir einen Blick in die Gegenwart. Wir leben in Österreich in einer sicheren, liberalen, wohlhabenden Demokratie. Freiheit, Menschlichkeit, Toleranz, Selbstbestimmung sind nur scheinbar selbstverständlich. Nicht nur die letzte Regierung hat uns den Blick geschärft. Auch in Zeiten der Pandemie werden Feindbilder gepflegt, Unsicherheit verstärkt, neue Grenzen und Barrieren errichtet, Medien willfährig, Gesetze durchgezogen, die vom Verfassungsgericht nicht standhalten. Wir erleben fast täglich, dass vor wenigen Jahren noch Unsagbares im übertragenen Sinn zum Stammtischgespräch alltagstauglich geworden ist. Benjamin Franklin soll gesagt haben, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Es ist ein schönes Zitat, aber es wurde nicht so, sondern noch differenzierter gesagt. Nämlich, wer bereit ist, grundlegende Freiheiten aufzugeben, um zeitweilige Sicherheit zu kaufen, verdient weder Freiheit noch Frieden. Darum treten wir laut und konsequent ein für unser liberales, demokratisches, für unsere Werte, für eine Gesellschaft und eine Haltung, die für Frieden, Sicherheit und Freiheit stehen. Das ist nicht so populär und es erfordert sehr oft Mut. Leben wir und zeigen wir diesen Mut und machen diese Haltung populär, damit wir Freiheit und Frieden auch verdienen.